Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für dich und zwar, das erste Mal, dass die Abo-Box, Fairy-Box bei mir eingetroffen ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Box auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe nämlich im Dezember schon die Achtsamkeitsbox ausgepackt und nun darf ich jetzt auch monatlich die Box auspacken. Das ist eine Beauty-Box, die monatlich erscheint und sie enthält 4 bis 6 tierversuchsfreie Naturkosmetikprodukte und hat einen Gesamtwert von immer irgendwie um die 50 Euro. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Box mal von innen an. Wobei, kurz vorher noch eine kleine Info. Und zwar hat das Fairybox-Team mir auch angeboten, dass ich eine Box an einen von euch verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Jo, genau. Ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Es ist einfach jetzt ein ganz, ganz neues Gefühl für mich, weil es halt auch eine neue Beauty-Box ist. Da hing auch, hat sich jetzt irgendwie gelöst, ein kleiner Flyer mit dran. Da stehen auch die Produkte mit aufgeführt, mit Preisen und so, was ich immer super praktisch finde. Simi nörgelt sich hier einen zurecht. Kleiner Mann, was machst du denn hier? Der hat immer ein Leckerli gekriegt, als ich mich geschminkt habe und so. Und jetzt will er mehr. Aber er hat schon 2 gekriegt. Ja, Simi, das war ganz schön große Leckerlis. Du kannst doch nicht hier... Und Abendbrot hat er eben auch noch gehabt, ne? Ja... Ja, ja. Es ist nicht leicht hier. Auf jeden Fall stehen hier auch noch so ein paar liebe Sachen drauf. Frohes neues Jahr, ne? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Wir sind angekommen im Jahr 2022. Nein, herzlich willkommen, wollte ich eigentlich sagen. Wie ihr vielleicht schon wisst, unterstützen wir mit der Fairybox und damit auch du das Bedürfnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, okay. Wahrscheinlich in Bezug auf die Nachhaltigkeit, ne? Die Verwendung von umweltfreundlicher Naturkosmetik ist dabei genauso wichtig wie eine ökologische Landwirtschaft, damit wir alle auch in Zukunft auf diesem wundervollen Planeten leben dürfen. Siehe Flyer. Okay, bin ich gespannt. Und so haben wir auch in diesem Jahr wieder so viele spannende neue Naturkosmetikmarken und Produkte für euch in der Planung. Seid gespannt. Und da sind schon die ersten Produkte aufgeführt. In diesem Sinne wünschen wir dir ein glückliches und gesundes neues Jahr. Und dieses Vögelchen, was zu dem Fairybox-Logo gehört, hat eine kleine Mütze auf. Und das feiere ich hart. Ich mag es, wenn man irgendwie solche kleinen Spielereien macht. Und das hat auch noch einen Schal um. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs erwähnt habe, 19,90 € kostet die Box zuzüglich Versand, ne? Genau. Der nörgelt sich hier ein zurecht. Übrigens finde ich auch ernsthaft, ich sehe heute so ein bisschen aus, als würde ich, keine Ahnung, einerseits würde ich gleich auf eine Party gehen und andererseits, als würde ich gleich irgendwie Feldarbeiten machen. Ich habe mir gestern Abend die Haare selber geschnitten. Es ist doch wieder so ein Stück abgekommen, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Das mache ich immer sehr spontan und sowas kann ich leider nicht mitfilmen. Da wurde ich schon öfters nachgefragt, weil ich, mache das meistens halt unter der Dusche, ne? Also meistens stehe ich dann, während ich mich im Spiegel angucke, vorm Spiegel, greife dann eine Schublade tiefer, nehme meine Haarschneideschere raus, nehme meine Haare und mache einmal kurz Schnipp. Und den Rest erledige ich dann irgendwie unter der Dusche und dann sieht das halbwegs okay am Ende aus. Hauptsache, die Haare sind halt irgendwie gesund, ne? Und auf den Augen trage ich, teste ich mich auch gerade mal wieder durch die Lidschattenpalettensammlung von Huda Beauty, die Emerald Obsessions Palette heißt die, glaube ich, ne? Ja, müsste eigentlich eher grün sein. Auf jeden Fall haben wir hier den ersten Blick in die Box und das ist mit einem kleinen Flyer immer dabei. Info über die grünen Chips in deiner Fairy Box. Die Verpackungschips Flow Pack Bio 8. Ich muss gerade schmunzeln, denn ich habe schon mal in einem Verpackungsbranchenbereich gearbeitet, sind ein aus natürlichen Rohstoffen gewonnenes, umweltfreundliches Füllmaterial. Da es aus 100% Maisstärke und Wasser besteht, ist eine problemlose Entsorgung über die Biotonne oder den Kompost möglich. Be fancy, be fair. Also ich bewahre die eh immer auf, ne, weil ich immer Boxen auch neu befülle. Und dann hatte der Flyer uns eben schon einen weiteren Flyer angekündigt. Und hier steht, Ackergifte sind überall. Ackergifte, nein danke, die Wahrheit über Pestizide und warum es nicht so weitergehen kann. Auch da muss ich ein bisschen schmunzeln, denn auch im Agrarbereich habe ich quasi bis vor kurzem gearbeitet, also in der vierten Tierfutterindustrie. Dementsprechend hatte ich auch relativ viele Berührungspunkte eben zu dieser Ackergeschichte und zu Pestiziden und wie das alles so weitergehen soll und so.
Da muss jeder selber für sich selber seine eigene Meinung selber bilden. Ne? Also da möchte ich euch meine Meinung nicht aufzwingen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass hier auf jeden Fall auch einiges drinsteht darüber. Das kann man sich gerne mal durchlesen. Und ja, ist halt alles sehr grün orientiert, wenn man das mal so, ne, politisch anschneiden darf. Aber kein Thema, was ich hier auf diesem Kanal diskutieren möchte. Alles klar, dann habe ich zuallererst hier etwas drin, was tatsächlich schon gerochen hat, denn diese Box war noch in einer weiteren Box, welche ich als Versandbox auch weiterverwende. Touch of Sun von Cardi, Ayurvedic Incense Sticks, Touch of Sun habe ich schon gesagt, ne? Genau, das sind so Räucherstäbchen. Habe ich auch immer mal wieder so in den Händen, ne? Weil ich ja auch manche Boxen hier öffne auf diesem Kanal, die so auch an die Me-Time und so erinnern. Ich kann die halt nur riechen, wenn die nicht an sind. Also den Duft mag ich, wenn die an sind, aber das ist mir zu viel. Obwohl wir hier wirklich große Räume haben und theoretisch der Duft sich auch toll verteilen könnte. Aber ich bin Kopfschmerzpatientin und da bekomme ich einfach zu viel Düfte auf einmal, wenn ihr, ne, wisst, was ich meine. Und deswegen kann ich sowas leider nicht verwenden. Ich finde die aber an und für sich total geil. Und ne, als Raumduft an und für sich auch echt schön. Das riecht auch gut. Auch so Sandelholz, aber auch irgendwas Zitrisches ist da irgendwie so ein Stück weit mit drin. Riecht wirklich, wirklich gut. Aber wie gesagt, ich kann es leider nicht verwenden aufgrund von Gorbine, die schreit dann und weint dann. Dann haben wir hier etwas mit da drin. Das finde ich cool, denn sowas kann ich schön für meine Porridge-Geschichten verwenden. Ich mache mir morgens jetzt immer so Porridge. Da habe ich mir so ein riesengroßes Paket von Ozone bestellt. Habe ich, ne, einfach mich mal so durchgeklickt und geschaut, was es dort für so Sorten gibt. Und habe mir dann ein riesiges, also das darfst du gar nicht mehr erzählen, wie viel Porridge für, weiß ich nicht, über 100 Euro oder so habe ich mir gekauft. Bekloppt. Wirklich bekloppt. Aber dann waren da auch Toppings und sowas mit dabei und halt auch Blüten. Und ich habe gemerkt, dass sowas total cool ist. Nicht nur fancy aussieht, sondern halt auch echt ein gutes Mundgefühl gibt und auch einen gewissen Geschmack gibt, wenn man das so mit reinmacht. Ne? Genau. Und das hier sind, ja, Gewürzblüten. Glücksgewürz. Fruchtig, würzige Bio-Gewürzblüten. Feiere ich. Werde ich auf jeden Fall mit ins Porridge mischen und habe dann auf jeden Fall, oh mein Gott, ich kann heute, ne, irgendwie bin ich ein bisschen Wiederholungstäter in meinen Worten. Finde ich gut. Doch. Finde ich wirklich gut. Kann ich jetzt so nichts rausriechen, weil einfach alles so nach diesen Räucherstäbchen riecht. Aber das gefällt mir schon mal sehr. Anfangs, als ich das erste Mal so ein Ding in der Hand gehalten habe, dachte ich, das wäre ein Tee. Ist es nicht. Dann habe ich hier was für die Beauty drin. Und zwar Elenatur Hair Care. Schön. Beautifying Leave-In. Und zwar ein Hydrating Hair Mist. Das finde ich schön. Natürlich bio-vegan, 100 ml haben wir hier drin enthalten. Und das ist halt so ein Leave-In-Fee. Mache ich mir immer abends rein. Habe ich letztens, wann kommt dieses Video online? Nach meinen Pflegefavoriten, ne? Genau. Habe ich in meinen Pflegefavoriten auch tatsächlich als einziges Haarfavoritenprodukt genannt. Nämlich so eine Leave-In-Pflege für meine Haare. Wenn ich halt duschen gehe, dann brauche ich was, damit ich hier durch die Mähne durchkomme, weil die sind halt relativ fein, ne? Und da mache ich mir so einen Leave-In-Conditioner rein, dann kann ich schön durchbürsten und da schädigt die Haare halt so wenig oder halt eher gar nicht, ne? Und das finde ich toll. Das gefällt mir wirklich gut und das werde ich auch anwenden und euch dann auch mal im Aufgebraucht-Video drüber berichten. Ich weiß jetzt nicht, wonach das dann riechen soll. Das ist ja alles so blumig hier, ne? Riechen wir mal dran. Oh, das riecht cremig blumig. Mega angenehm. Also, ja, schon, ne? Etwas so süßlich blumig riecht das. Steht hier nicht drauf, womit das sein soll. Finde ich aber gut. Gefällt mir. Verpackt. Genau. Bin auch so, ne, wenn ich das, solange ich das nicht verwende, kommt das hier erstmal rein. Feuchtigkeit spendender Dunst für die Haare ohne Ausspülen. Richtig toll. Und ja, das ist ja, daher kommt ja dieser Frizz, ne? Wenn du halt so trockene Haare hast. Wenn die, also unsere, hier, Raum. Luft ist super trocken und dementsprechend sind meine Haare, mein Gesicht, mein Körper, alles ist immer futztrocken. Und ja, dann kann man dagegen auf jeden Fall anarbeiten. Was ist das denn? Das ist ja cool. Das ist ein Stift. Enkeltauglich Bio. Ah, ich glaube, das ist ein Kugelschreiber, also quasi so ein Werbegeschenk. Genau. Ne? Was halt auch zu diesem Flyer dann mit dazu gehört. Und ja, Kugelschreiber, ne? Kann man gut gebrauchen. So eine Mine in einem Holzstück ist irgendwie total witzig. Wer möchte gegrüßt werden? Wir gucken mal aufs Handy. Ich sollte echt mal lernen, das Ganze. Sophia! Liebe Sophia, liebe Grüße an dieser Stelle. Ne? Ja, mein Handy auch mal auf leise zu machen.
Ich werde es nie lernen, Leute. Oh, was haben wir denn hier? Elle Nature La Beauté pour... Hä, das ist so ein... Ach, guck mal, ein Haarclip, ein Haarspange ist das. Okay. Also wenn man sich so einen Bommel irgendwie macht, kann man sich das dann irgendwo reinklippen und dann sieht das hübsch aus vielleicht. Oder wenn ich mir irgendwie so eine Hochsteckfrisur mache, weiß ich nicht, ob meine Haare damit zurechtkommen würden. Ich muss mal gucken, wie man sich das am besten reinmacht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so meine Haare nehmen würde und vielleicht so zwei Partien abtrenne, so, die dann hier hinten mache und dann zusammenstecke. Das könnte ich mir vorstellen, ne? Dass das funktionieren könnte. Aber das tat gerade schon richtig weh. Ich habe nämlich gerade einen Au am Arm, denn ich habe, ne? Ich habe einen Booster heute gekriegt und dementsprechend, ja, tut mein Arm etwas weh. Und deswegen mache ich jetzt keine Frisuren, weil das würde mir sehr weh tun, glaube ich. So, ja, nicht da noch irgendwie rumfusseln. Deswegen, okay, dann habe ich hier einen Deckel, das ist fantastisch. Wo ist denn zu? Weiß ich auch nicht. Eine Tube habe ich hier, ein Hair Conditioner, also alles sehr auf die Haare bezogen. Das finde ich schön, sagt, ja gut, das dritte Haarprodukt schon, ne? Oh, unsere Pommes sind fertig. Ich schaffe das noch. Natur Hair Conditioner, Lemon Balm, da muss ich gucken, ob ich das mag. 30 ml sind hier drin enthalten, weil ich eigentlich nicht so gerne zitrische Düfte mag. Aber ich verwende wirklich super gerne und jeden Tag eigentlich auch einen Conditioner, einfach damit meine Haare halt gepflegter sind und besser kennbar sind. Trage ich mir dann so ab dieser Länge dann auf und alles oberhalb ist dann quasi für Shampoo reserviert, ne? Genau, ja, ein Conditioner. Aber ganz schön viele Produkte, aber ne, da gucken wir mal weiter. Finde ich cool. Lady Green, Elixier de Jour. Oh, ein Tageselixier. Hydratisieren, mattierend, Aloe Vera, Jojoba und Neem. Eine verschönernde Tagescreme. Combination to... Okay, ich habe keine Mischhaut und ich habe auch keine ölige Haut. Das heißt, ich kann das leider nicht verwenden. Ich habe nämlich eine furztrockene Haut. 40 ml sind hier drin. Ja, das ist leider dann nicht mein Produkt. Das ist schade, ne? Aber ist nicht schlimm. Also ich habe ja die ein oder andere Tagescreme da. Kann natürlich passieren in Beautyboxen, dass dann nicht gerade dein Hauttyp getroffen wird oder dass gerade irgendein Produkt, vielleicht ein Augenbrauenprodukt oder ein Lippenprodukt, nicht unbedingt das ist, was so mega zu deinem Turn passt. Kann natürlich dann auch bei solchen Tagescremes oder Nachtcremes oder wie auch immer passieren, ne? Schade Schokolade, weil ich das wunderschön finde. Naja. Ne? So ist das Leben eben. Aber ich habe alles andere als eine trockene oder eine Mischhaut. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ich gucke mal eben kurz noch hier den Flyer durch, weil ich kann jetzt hier ad hoc obendrauf nicht noch irgendwie was sehen. Es wäre schade, wenn ich was vergessen hätte. Also wir haben den Sonnentor Gewürzvieh. Wir haben das... oh, hier müsste noch ein Shampoo dran sein. Ja, okay, wow. Hilfe. Denn zu diesem Natur oder Nature haben wir auch noch den Hair and Body Shampoo mit drin, mit 30 ml. Kann man dann nämlich zusammen gut verwenden und meistens ist es für die Haare sehr, sehr angenehm, wenn man Shampoo und Conditioner von der gleichen Pflegeserie, von der gleichen Marke parallel verwendet, ne? Ja, wenn man das kann, ist es schön. Deswegen finde ich es gut, dass das beide hier tatsächlich mit drin ist. Echt gut überlegt. Die Räucherstäbchen haben wir. Wir haben die Tagescreme, den Leave-In und wir haben dieses Haarvieh. Genau, schön. Ja, also für mich auf jeden Fall eine sehr haarlastige Box, aber für mich persönlich toll, denn ich liebe Haarpflegeprodukte und ich mag das total gerne, mich so auszuprobieren und durchzuprobieren. Interessant finde ich den Denkanstoß an diese Enkelgeschichte. Die Enkelgeschichte, Frau Claudia. An die Enkeltauglich-Geschichte, so. Das finde ich wirklich interessant, dass man so einen Denkanstoß halt mitbekommt und da auch Infomaterial dazu geliefert bekommt, ne? Sowas finde ich immer gut überlegt. Das hat irgendwie was Stimmiges, finde ich. Gerade wenn es halt in so einer wirklich sehr natürlichen Box ist, in einer tierversuchsfreien Box, die ja auch generell schon einen gewissen Vibe vermittelt, das damit reinzugeben, finde ich auch vollkommen legitim und passend, ne? Eine Tagescreme mit dabei, die Räucherstäbchen und ja, was ich natürlich ganz geil finde, sind diese Blüten, ne? Obwohl das hier irgendwie als Goodie drin steht, trotzdem hat das auch seinen Wert und das ist es nun gewesen hier von der Fairy Box. Mir hat es euch gefallen, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich glaube, dass ich auch die ein oder andere jetzt auch mit diesem Video auch überhaupt erst auf dieser Fairy Box aufmerksam gemacht habe. Und ja, wie gefällt euch die Box? Schreibt das gerne mal. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!